Herzlich willkommen zur 28. Folge Let's Play Civilization 3. Ich bin der mitgezwitschert und wir kämpfen weiterhin auf französischem Gebiet gegen die Franzosen, die Engländer und die Russen, wobei die Russen kämpfen nicht wirklich. Die haben nur noch eine Stadt. Ja, und ich greife jetzt nicht mit dieser Einheit Dion an, sondern warte erstmal, bis die anderen Einheiten regeneriert sind. Schau an, da ist auch noch eine Insel. Und eine kleine Stadt da drauf. Hier bin ich schon wieder umgeben von Feinden. Bam. Was machen die da eigentlich? Das Katapult habe ich jetzt erobert. Ist ja interessant. Hier kann ich auch eine Kavallerie bauen, weil das eine Hafenstadt ist und ich über den Hafen die Ressourcen bekomme. Ja, jetzt stehe ich quasi hier schon vor Paris. Nicht nur quasi, sondern ich stehe tatsächlich davor. Und greife auch direkt an. Die haben in Paris auch nur einen Spearman als Verteidigung. Unglaublich. Kann ich hier gleich noch in Lyon eine zweite Kavallerie wecken und den anderen Spearman fertig machen, weil ja wahrscheinlich nicht mehr Einheiten drin sind. So, zack, Hauptstadt erobert. Ach, jetzt habe ich da auch überall die Infanterie, weil ja auch alle Städte mit Straßen verbunden sind. Was haben diese Römer gegen mich und diese Amerikaner, dass sie so schlecht drauf sind? Es gibt doch gar keinen Grund, ich bin doch so nett. Aber diese Artillerie, die braucht so lange. Dass die Einheiten regeneriert, ja auch nicht. Ja, was ist denn jetzt die neue Hauptstadt? Reims. Oder Reim. Matthias Reim. Und ich werde es jetzt wie mit den Russen machen. Ich überrenne die einfach komplett. Yeah, die Fregatte ist da. Die braucht aber ewig lange und hat keine Transportkapazitäten. Richtig. Daher ist die Fregatte die falsche Einheit. Boah, was für Truppenbewegung ist das krass. Und das durch meine Stadt, ohne Rite of Passage. Die werden immer mutiger.
Hier ist der Hafen fertig und damit ist jetzt alles fertig. Ach, die bauen eine Straße nach Trier. Ich dachte, der baut die Straße nach Baden-Baden. Ja, dann eben Trier. Auch gut. Da ist ja schon wieder ein Siedler dabei, oder? Nee, ist nicht. Werde ich mal ein paar Personen investieren, wenn es nur eins kostet. Dann lohnt sich das einfach noch nicht. Jetzt aber Aquädukt. Drei Citizens. Das mache ich einfach. Und dieser verfluchte Worker wird hier einfach nicht fertig. Ich brauche Platz. Die Granary kriege ich ja nicht mehr geschenkt. Du kannst gleich mal hochfahren hier. Irgendwie in die Richtung hier. Nächste Runde ist Massenproduktion fertig. Da kann ich dann die großen Kriegsschiffe bauen. Sollte ich schon nicht mehr vielleicht eher nach Brighton oder Grenoble schicken? Grenoble. 24. Ich sehe schon, Leipzig setzt sich durch. Gegenüber Frankfurt auch. Ja, das war auch zu erwarten. Leipzig wird einfach die größte Stadt. Und die growen immer noch fleißig. Und deswegen kriegt Leipzig das Shakespeare-Theater. Weil das Shakespeare-Theater, gucken wir nochmal nach. Great Wonder, Shakespeare Theater macht acht unglückliche Leute zu zufriedenen Leuten. Und ja, das haben wir eigentlich auch nötig hier. Gibt eigentlich nur super glückliche Leute und super unglückliche Leute. Da ist die Schere zwischen Arm und Reich oder zwischen glücklich und unglücklich, was ja auch irgendwie ein bisschen korreliert. Genau. Ziemlich weit offen. Ja, und ich muss mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie eine Einheit hier zurückkriege von den Booten. Doch hier irgendwie eins hingeschickt. Du kommst zurück nach Heidelburg und holst die Leute ab. Weil da kommt einfach keins an. Und da stehen so viele Leute rum und wollen eigentlich mal was tun. Und zwar in die neue Welt fahren und Siedlungen gründen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe. So wie das hier aussieht, ist dann schon alles zugebaut. Wahrscheinlich sinnvoller in der alten Welt, solange hier noch irgendwas übrig ist, Siedlung zu bauen. Aber hier im fetten Dschungel ist es halt mega unangenehm. Vielleicht hier so. Aber das ist, naja, mitten im Feindesland quasi. Und in der Wüste ist es halt auch nicht besser. Weil da können sich nachher andere ansiedeln, das ist mir egal. Aber hier ist ja jetzt ja wirklich schon alles zugeparkt. Hier sind noch gar keine Städte gegründet. Seltsam eigentlich. Vor allem ist hier gar keine Wüste. Trotzdem keine Stadt gegründet.
Ja, das kommt noch, das kommt noch. Auch hier, da wird noch alles vollgebaut. Es fehlt einfach an Raum jetzt. Hier auf der Insel noch. Ist auch noch. Genau, alles fertig. Wenn wir mal den Pikeman nehmen und den losschicken zur Verteidigung. Weiter dann nach rechts. Los. Ja. Nehmen wir einfach Straßburg. Oh, was ist jetzt passiert? Meine Güte. Der Pikeman ist da stehen geblieben. Okay. Ja, dann geh halt jetzt nochmal. Hier haben sie sich mal eine zweite Verteidigungseinheit gebaut, was auch nicht schlecht ist. Können wir auch gleich in die Kriegsproduktion gehen. Brighton needs more units. Nein, den doch nicht festsetzen. Ah, unglaublich. Was klicke ich hier nur zusammen? Hier würde ich mal Harry machen. Ja, und hier unten ist ja meine. Ist schon tot, ja. Okay. Dann ist sie eben schon tot. Ab zur Verteidigung und jetzt hole ich diese ganzen Kavallerien hier raus. Du kannst dich immer wieder festsetzen. Ist die Artillerie jetzt eigentlich bereit? Oh, die kann nur eine nur einen Zug machen, ey. Ja, endlich muss auch mal muss auch mal dieser Pikeman dran glauben. Den schicke ich gleich herunter, damit er mir helfen kann. Gleich durchmarschieren nach Orleans. Orléans. Tourist next. Gibt's noch viele Resistor?
Sehr gut, alles aufgeklärt, jetzt zurück und da weitermachen. Die Engländer haben ja immer noch fast keine Städte verloren. Ach, da war das. Jetzt sehe ich's. Die Kavallerie hat sich gut verteidigt. Russen. So, hier ist jetzt die Library auch fertig. Dann werden die auch rasch den kulturellen Einfluss erhöhen. Vor allem müssen wir hier auch gegen diese andere Stadt ankommen. In einem gewissen Sinne. Kann die Police Station eigentlich noch mehr? Da müssen wir auch gleich mal in die Civiclopädie gucken. Vielleicht auch Korruption bekämpfen. Jetzt haben wir hier zwei Schilde, die wir produzieren. Das ist ja schon mal besser. Ja. Produkt fertig. Hier ist endlich der Worker fertig. Unfassbar. Library next. Richtig, richtig. Riffleman, nee. Glaube nicht. Es war auch nicht unsinnig. Aber ich glaube, ich bin unterwegs schon mit einem Trupp an. Mit einem Schiff unterwegs dorthin. Und da halt auch. Runden bis zur Infanterie ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich weiß halt nicht, wann sie kommt. So, jetzt kann ich auch diese großen Kriegsschiffe bauen. Atomic Theory. Tut es, tut es. Ich komme ja gar nicht dazu, diese großen Kriegsschiffe zu bauen. Und die Artillerie, die fährt hier auch nur doof rum. Longbowmen und Warrior. Habe ich jetzt noch Krieg mit denen? Haben die mir wieder den Krieg erklärt eigentlich? Haben sie? Ja, was überlege ich hier so lange? Hoppla hopp. Ab nach oben. Das ist wirklich cool, wenn ich den jetzt hier, wenn ich hier jetzt die Stadt baue, dann ist die Stadt direkt angebunden ans Straßennetz. Aber ich brauche wieder einen Stadtnamen. Flensburg. Das flänzt. Da sehe ich gleich, da sind noch mehr russische Einheiten. Wie produzieren die denn die? Die müssen irgendwelche geheimen Städte haben. Hier im Dschungel. Geheime Städte im Dschungel. Ich meine, hier ist ja nur Grozny. Sehe halt nicht, dass sie noch irgendwelche Städte haben. Ja.
steht denn dieser Worker hier so rum? Sehr gut. Ich guck mal nach der Police Station. City Improvements. Police Station. Ja, das reduziert einfach nur die War Awareness. Und wir haben weder Republik noch Demokratie. Von daher haben wir auch kein Problem mit dem Krieg jetzt. Unsere Bevölkerung ist intrinsisch zu diesem Krieg motiviert. Ich meine, die Russen sind selber schuld. Was sind sie so nah? Was siedeln sie so nah an uns dran? Und die anderen sind, die haben uns den Krieg erklärt. Das muss man immer wieder sagen. Die haben uns den Krieg erklärt. Elefantin hat einen ganz schönes Power-Up hier in der Region. Da halten die anderen nicht mit. Nee, nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ist Quatsch. Habe ich die falsche Taste gedrückt dafür, dass es Quatsch ist? Egal. Zum Angriff. Hey, wir haben ja Krieg in Marseille. Ja, und die Franzosen haben nur noch drei Städte. Das habt ihr davon. Muss ich hier mal den Spearman holen. Sehr gut. Wir haben ja ganz schön Verteidigung aufgefahren. Ist der hier eigentlich? Ja, der ist active. Schicken wir gleich mal hoch. Zwei Spearmen reichen hier vorerst.
die Irokesen mal mit uns reden. Wollen schon wieder die Worldmap teilen. Ihr habt sie doch schon. Habt ihr sie nochmal? Können wir hier nicht mal irgendwie so einen Bund eingehen oder sowas? Ich würde ja gern, aber irgendwie. Gold, Luxuries. Die wollen nicht, oder? Es geht nicht. Goodbye. Vielleicht geht es im Kommunismus nicht. Oh, wenn ich Ruhen einnehme. Wo kommt denn dieser englische Ritter auf einmal her? Ja, wenn ich Ruhen einnehme. Noch einer. Scheiße. Hospital fertig. Library wäre mal nicht schlecht. Ich zähle jetzt nur mit. Ich zähle nur mit, wie viel Disorder ich habe. Jetzt bin ich bei 4. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Kann aber sein. Flugzeugträger. Flugzeugträger muss Flugzeugträger bauen. Ja. Ja, wenn, aber dann bestimmt nicht hier. Ich hab noch gar keine Flugzeuge. Aber Flugzeugträger geil. Flugzeugträger sein geil, muss Flugzeugträger bauen. Ja, 4. Drei. Zwei. 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 Eins und null. Kommen diese verfluchten Engländer her? Die sind da gar nicht. Alter, was ist das für ein Ritter? Wie krass. Ja, encore une fois, wenn ich Rouen erobere, dann erobere ich nicht nur Rouen, sondern auch noch eine Horde von Arbeitern, die gerade nach Rouen reingelaufen sind. Und I like that. Ich habe sowieso schon ein paar Mal überlegt, ob ich noch eine oder selbst noch mal eine Menge Arbeiter nachproduzieren sollte, die dann schneller dabei sind, den ganzen Ausbau zu tätigen, der jetzt ja so mäßig vorangeht. Wenn er gerade hier so den Dschungel weghacken, das dauert halt wirklich ewig, bis da so ein Arbeiter fertig ist. Kann zwar mehrere übereinander stellen, dann geht's auch schneller, aber es dauert halt trotzdem noch ewig. Wir sehen, wir haben eine ganze Menge Arbeiter und die bewegen sich hier durch die Gegend. Aber trotzdem, it seems to be not enough.
Ja, Bo Battleship in Bonn finde ich nicht so gut die Idee. Also ich glaube, ich will eins haben. Battleship Destroyer? Hä? Was denn nun? Geht beides. Macht doch keinen Sinn. Ja, ich glaube, ich will eins haben. Ich will auch ein Transportschiff, will ich haben. Ja, nee, nicht hier. Kavallerie. Transportschiff. Heidelburg baut schon ein Battleship. Beziehungsweise hat gerade die Kavallerie fertig und baut deshalb ein Battleship. Ja, soll es das mal tun. Battleship und dann noch ein Transportschiff und dann schicke ich die beiden los und wie viel Beweglichkeit haben die? Battleship hat 6 und das Transportschiff hat 6. Sehr schön. Na dann passt es doch. Dann reißt keiner dem anderen aus. Und dann können die sich quasi gut begleiten. Und ich muss keine Sorge haben, von irgendeinem englischen, französischen Schiff angegriffen zu werden. Aber ich glaube, die Franzosen haben eher gerade ein paar andere Sorgen als Schiffsproduktion. Da kommen immer noch so viele nach. So viele Siedler. Es macht schon alles wieder gar keinen Sinn mehr. Wie viele sind denn jetzt hier schon? Eins, zwei, drei. Ich glaube, es reicht auch. Nimm mal diese anderen Siedler hier raus aus dem Spiel und schick die dann irgendwie hier hin. Weiß zwar nicht mehr wo, aber irgendwo. Irgendwo. Schlussendlich hole ich mir die Stadt doch wieder. Da hast du es. Ihr Engländer, ihr. So mutig war ich jetzt mal. Ja. Werde ich auch nochmal aktivieren. Geht hier irgendwie hin. Und arbeitet einfach mal los. Hier eigentlich noch Städte, wo irgendwie Einheiten rumstehen. Hier steht zum Beispiel ein Spearman zu viel rum, den die Stadt gar nicht braucht. Mach dir da mal einen Reim drauf. Ja, du greifst nicht mehr an. Oh, die Artillerie, die Artillerie. Oh Gott, bis dahin ist die Stadt längst erobert, bis die da ist. Dieses lahme Scheißteil.
fahre hier nach, keine Ahnung, irgendwo hin, wo ständig irgendwie Ärger ist. Scheiß Artillerie. Komm nicht ran, komm nicht ran. Cool wäre auch sowas wie, wenn die Artillerie auf dem Berg steht, dann kann sie weiter schießen oder sowas. Oder wenn ein Berg im Weg ist, dann kann sie nicht so weit schießen. Weiß gar nicht, vielleicht ist es ja bei Civilization 4 umgesetzt, aber ich glaube nicht. 4 könnte ich mich eigentlich erinnern, wenn es da umgesetzt wäre. Also höchstens bei Civilization 5, was ich ja noch nicht gespielt habe. Minsk 1, Königsberg 2, Hannover 3, Neu-Leipzig 4. Also 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Das nervt mit denen, das nervt einfach nur. Theory of Evolution ist fertig in 2 Runden. Das ist ziemlich cool. Ja, wo könnte ich noch Städte bauen? Hier mitten im Dschungel könnte ich noch eine Stadt bauen. Da ist noch Platz. Und das. Ich gehe einfach mal dahin und gucke, ob das Sinn macht. Und da ist noch eine Einheit. Wo gehe ich denn mit der hin? Meine, hier oben ist noch, gibt es schon noch ein paar coole Stellen. Aber das ist halt wirklich so dicht bei den Engländern, da habe ich schon noch ein bisschen Schiss. Hier wäre nett. Also super nett auch nicht. Aber da ist halt noch Platz und da kriege ich zumindest noch diese Traube und kriege auch das Eisen. Hier Wüste, meine Güte. Ja, bau halt da einfach. Lauf zumindest erst einmal hin. Und dann sehen wir weiter. Kavallerie ist gut. Nehmen wir hier den Pikeman raus. Der geht hier in der Clipsy. Da ist erst eine Verteidigungseinheit drin. Ja, und auch du sollst kein Battleship bauen, weil du bist auch zu weit weg vom Ort des Geschehens. Viel zu weit weg. Come on over. Gehst noch hier runter. Und dann gehst du hoffentlich arbeiten.
Geh mal arbeiten, Mann. Yay, das waren viele. Das sind 4 Arbeiter, das ist cool. Verteidige die Stadt und ihr 4 Arbeiter geht hier irgendwie raus. Dem gehe ich hier mal rein und den anderen wake ich mal und mach den Longbowman weg. Sehr schön, das klappt doch ganz formidabel. One last. Eine letzte Stadt haben sie noch. Ja, jetzt aber Neu-Nottingham. Du bist fällig. Bestimmt aufgerüstet. Nee, haben sie nicht. Haha. Pech gehabt. Ja, jetzt geht's euch auch mal ans Mark, ihr Engländer. Wenn ich den jetzt automatisiere, dann... Na doch, der macht was. So, eine Runde machen wir noch. Und dann werden wir sehen, was passiert mit den Franzosen. Sind sie dabei, einen Siedler rauszuschicken und sich zu retten? Oder werden sie mit ihrer letzten Stadt untergehen? Das ist hier die Frage. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass eine neue Zivilisation aufkommt und den Platz der Franzosen einnimmt. Aber ich wüsste gar nicht, wo sich diese Zivilisation noch ansiedeln könnte. Okay, natürlich hier bei uns im Dschungel. Das ging ja natürlich. Ja, hier ist die Stadt zurückerobert, dann auch nach Grozny. Und die Russen haben ein ähnliches Problem. Straßburg. Nicht mal den Longbowman aktivieren. Schick den mal nach Aim. Und Aim könnte mal die Kavallerien hier irgendwie hinschicken. Ja, bau, mein Bester, bau. Nottingham hat noch 2 Verteidigungseinheiten. Ach so, eine Artillerie. Ja, gut. Die bleibt natürlich da. Bremerhaven. Da gibt's Disorder. Da muss ich was machen. Jetzt ist aber die Runde um. Oh, und der Longbowman ist stark. Zu stark.
Richtig. Na, sieht, sah doch eigentlich doch überall ganz gut aus. Warum bin ich jetzt nur so? Ach so. Geh mal hier hin. Auf. Der muss sich erstmal ein bisschen ausruhen. Macht eigentlich diese Arbeiter da? Wollen die jetzt die Straße hier hochbauen? Naja, warum nicht? Ist halt doch wesentlich kürzer, als hier rumzugehen. Und der Arbeiter baut doch weiter. Von hier aus. Die Straße nach Heidenheim. Aha. Interessant. Ja, gut. Ja, auch viele Kavallerien sind unterwegs. Die wetzen sich schon die Finger. Heißt es so? Nee. Reiben sich die Hände? Keine Ahnung. Irgendwas wetzen sie sich. Die wetzen sich irgendwas und wollen die Engländer angreifen. Die sind schon total hibbelig. Denn die Engländer sind immer noch viel zu ungeschoren davongekommen. Bisher. Aber wir werden jetzt erstmal sehen, was mit den Franzosen so los ist. Automatisieren. Die Kavallerie. Tada. Da finden sie auch was in Brighton ein. Und in Am. Ja, du mach mal weiter in Am. Und hier drüben tun sie auch schon wieder seltsame Dinge. Hier ist ja alles straßenmäßig, ist das schon alles schön verbunden. Meine Einheit baut hier mitten durch. Ach nee, die haben eine neue Stadt da gebaut. Daran liegt's. Die ist auch witzig hier. Baut da runter. Ja. Longbowman in Aim. Mach mal. Mach mal, du kannst das. Brighton ist sicher. So, letzte Stadt der Franzosen. Vermeintlich letzte Stadt. Noch eine freie Einheit. Aber die ist jetzt auch so weit ab vom Schuss. Dass ich mit der jetzt nicht Einheiten aus Heidelburg holen werde. Genau. Ja, die ganzen Arbeiter verkriechen sich mal. Und die Evolutionstheorie ist fertig. Das ist cool. Jetzt bekomme ich hier Spionage geschenkt. Damit kann ich wieder eine Mission bauen. Ach Quatsch, eine Mission. Ja, die Intelligence Agency. Hier FBI halt oder CIA.
Damit kann ich spionieren. Ja, cool. Und Flight. Dadurch habe ich Flugzeuge und kann einen Airport bauen. So, das Ding ist fertig. Gut. Ich konnte mir nicht aussuchen, was ich bauen möchte. Das wiederum ist ein bisschen uncool. Uncle, ich baue jetzt hier einen Carrier. Yes. Oder die Intelligence Agency. Ach nee. Ja, das mache ich in irgendeiner anderen Stadt. Mein wissenschaftlicher Berater muss mich fragen, was ich als nächstes forschen will. Ich habe mir das ja auch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich mal sagen. Ich habe mir ja vorgestellt, dass mir angeboten wird, was ich als nächstes forschen kann. Und ich habe mir auch vorgestellt, dass ich dann aus diesem Angebot die Möglichkeit wähle, Panzer zu bauen. Ach so, jetzt bin ich ja noch gar nicht fertig. Ja, gut. Okay, um nur Hamburg rum ist auch alles verseucht. Ich werde jetzt mal hier New Hamburg nutzen. Da gibt es nämlich, glaube ich, oh, da gibt es schon ein Weltwunder, aber die bauen jetzt hier die Agency. Ja, wie dem auch sei, ich mache mich hier erst an die Franzosen ran und schaue, was mit ihnen passiert, wenn ich ihre letzte Stadt einnehme. Sollte ich das denn schaffen? Weil es gerade, weil ich mich gerade nicht so gut schlage. Gehst da rein. Du wirst aktiviert. Gehst da hoch. Kannst nicht mehr angreifen. Ab zurück. Haben wir hier noch Einheiten, die. Die ist already moved. Verdammt, ich versuch's. Komm schon, nein! Ich will keine Runde mehr warten. Oh. Jetzt muss ich noch eine Runde warten. Ach Leute, was soll's? Wir sehen im nächsten Let's Play, ob wir es schaffen, die Franzosen aus dieser Welt zu vertreiben. Aus dieser Spielwelt selbstverständlich. Ich habe nichts gegen Franzosen. Ich mag Franzosen. Ja, freut euch darauf, wie es weitergeht. Wir werden es dann sehen. Wir lassen jetzt hier noch die Einheiten laufen. Wobei mir auffällt, dass wir wahrscheinlich dann, dass ich dann wahrscheinlich eh wieder am Zug bin und dann kann ich das mit den Franzosen auch noch versuchen. Vielleicht auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Wenn die Einheiten zur Ruhe gekommen sind, dann werden wir sehen, mache ich Schluss, beende ich diese Runde oder greife ich nochmal an. Viel in Bewegung. Nein, ich mache Schluss. Ich beende das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich den finalen Angriff gegen die Franzosen fahre. Und ihr dürft gespannt sein. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.